Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Mario Party 2 hier im Piratenland, wo ich die Führung immer noch innen habe und das wird wahrscheinlich jetzt auch noch so ein bisschen andauern. Gucken, ob sie öffnet. Okay, aber sie wird wahrscheinlich nicht lang gehen. Ne, war klar, gut. Schüssel entsorgt quasi. Auf den Müll geschmissen und Kanone ist geladen und feuerbereit. One und zwei Ladies zu Schluss. Oh ja! Ich sag immer oh ja. So, wir werden jetzt noch nichts einsetzen, weil wir müssen ja noch 5 Münzen haben für den guten Buhu hier. Deswegen sage ich jetzt gern Schkern und dann sage ich der Peach klauen wir den Schkern. Da kann man nichts gegen machen. Ja, ich merke gerade, Mario wäre ein bisschen intelligenter gewesen, weil er ist näher am Schkern, aber egal. Wir holen eh ein paar Meter noch auf. So, jetzt habe ich die ganze Glocke geskillt. Die kann ich ja noch weiter drauf sparen, bis ich wieder 50 Münzen habe. Genau das mache ich auch so. Hexagon Chaos hatten wir auch schon, ey. Muss ich auch noch nicht erklären. Es kommen nur Spiele, die wir schon hatten, ey. Mein Gott, ey. Ich habe 50 Runden eingeschränkt, damit wir so viele Minispiele spielen können, die wir noch nicht hatten. Was ist das Gegenteil passiert? Komm, fall runter. Alter, ein Dusel, ey. Ein Dusel, wie er im Hause steht. Jawohl, zwei sind unten. Nein! Blau. Ich habe das Gefühl, dass man sich hier schneller bewegt als noch im Vorgänger. Das kann durchaus stimmen. Ach Gottchen, ey. Ich fühle mich so langsam verarscht, Spiel. Jawohl, diesmal habe ich auch gesprungen, der ist in mir reingesprungen quasi, also gegen mich. Ja, das hat dann die Balance an ihm nicht mehr gestimmt und das war dann sein Untergang. Okay, momentan, na gut, hier gibt es ja nicht, wie gesagt, hier gibt es ja nicht mehr allzu viele Chancen dafür. Mal gucken, was er macht. Er schmeißt den Schlüssel quasi auch weg. Wird auch den Weg nicht lang gehen. Okay, das verändert die Spielsituation wieder zu meinen Ungünsten. Meine 4 bedeutet Item Minigame für Mrs. Peach. Das freut mich eigentlich auch nicht so wirklich. Nein! Die Zauberlampe ist dabei. Was kann die Zauberlampe? Ja, man wird direkt zum Stern quasi hingeportet. Deswegen beobachte ich die jetzt auch. Geisterglocke ist dann second Ware. Aber eigentlich wäre die Geisterglocke hier erste Ware. Wenn man sich jetzt an den Spielverlauf hält, und da ist die Zauberlampe, ja. Warum ist die Geisterglocke eigentlich First Item gewesen? Ja, ganz einfach, weil sie mit 50 Münzen mehr zwei Sterne quasi aufholen kann. Was jetzt die Zauberlampe jetzt nicht möglich macht. Aber das ist jetzt überhaupt nicht gut gelaufen, ja. Weil Mario läuft jetzt auch noch Richtung Buhu. Das ist das nächste Problem. Das bedeutet, er hat noch 50 Münzen übrig. Ja. Na, das kann man sich ausmalen. Er wird von mir einen Stern klauen, wird damit auch 2 Sterne aufholen, wird damit mit mir gleich ziehen. Und Wario geht mal hier richtig in die Vollmitte mit der 29. Und ja, den Rest braucht man ja eigentlich nicht mehr erläutern hier. Na gut, ich werde ihn mit der Geistergurke irgendwann später wieder einen Stern zurückklauen. Peach darf man auf keinen Fall unterschätzen. Weil sie die Zauberlampe nur bekommen, weil sie Dritte ist. Ne? Ich dachte, er Mario mit Stern geklaut. Also, der interessiert mich jetzt eigentlich herzlich wenig, weil Wario hat kein Geld. Das ist uninteressant, strategisch gesehen. Und ja, er muss nach unten gehen. Man sieht immer, wie weit man laufen muss, ey. Vor allem hat er kein Geld. Das ist der nächste Knackpunkt. Jetzt muss er sogar nach unten gehen. Das kann ja 8 Münzen durch. Wenn man den nämlich richtig teuer macht, dann kann das richtig tödlich werden. Das ist der Knackpunkt. Weil da muss man unten herum und laufen, was man manchmal gar nicht möchte. Alter, Mann, verbot! Das hatten wir auch schon mal, die Stange hoch am Schiff, nur die Stange geht nicht unter, was... Na gut, vielleicht ist das Wasser nicht so tief, ja, das kann durchaus der Grund sein, warum man dann nicht untergeht, ganz oben, das könnte durchaus sein. Aber ich sammle jetzt ein paar extra Münzen ein, weil ich das kenne, dass ich das in der Regel nicht gewinne. Keine Ahnung warum, da ist die KI auch immer so besonders gut drin. Aber jetzt gewinne ich es, weil die KI ein bisschen im Hintertreffen war. Yes, baby!
Okay, was ich gebrauchen kann. Selbst auf leicht ist das Spiel nicht gerade ohne, ey. Da gewinnst du das auch nicht 100%ig. Eine 6, das wird jetzt, ja, das wird jetzt der Stern sein, der mir hops geht. Ja, von mir natürlich. Ja, damit übernimmt er sogar die Führung, sehe ich gerade. Noch schlimmer. Weil er hat einfach mehr Geld. Ich habe echt Geldprobleme, ey. Das ist man von mir gar nicht gewohnt eigentlich, dass ich solche Geldprobleme habe. Wenn ich nur da denke, im Vorgänger nie wohl Geldprobleme gehabt, nie. Und jetzt fängt das Problem hier auf einmal an. Ja gut, da habe ich auch ein paar Minispiels verloren gegen Mario. Da war zum Beispiel Blinke Rahmen 2 oder letzten Part davor. Also, na, ganz ohne war es jetzt nicht mehr so. Ja, Alter, du hast mich gerufen. Ich bin der Heilige Geist, der Heilige Lampe. Du hast einen Wunsch frei. Hat man ja nicht drei Wünsche frei? Naja, der bringt dich halt zum Stern. Und damit ist die Zauberlampe eines der besten Items, die es gibt. Es ist eigentlich das beste Item. Man kann es sich im späteren Spielverlauf erst kaufen. Oh Gott. Da geht der Stern aber gerne hin. Kann das irgendwie sein? Gut, für Peach ein weiter Weg. Für mich ist der Weg jetzt nicht ganz so weit. Wo bin ich überhaupt? Ja, man darf danach noch würfeln, das ist immer das Gemeinere da dran. Also, Zauberlampe ist echt nicht zu unterschätzen. Aber die Geisterglocke auch nicht, die ich noch habe. Da werde ich, die werde ich aber natürlich noch behalten. Ich bin relativ am Anfang. Aber der Würf ist mir einfach nicht heute einfach nicht, ja, der Liebespartner. Okay, er möchte ein Duell machen, mit mir wahrscheinlich. Ist eigentlich spaßig, was der gerade macht. Wegen 5 Münzen, oder was hat der? 8? Jetzt ein Duell machen ist, ja, pff. Ja, also ich sag mal so, es lohnt sich nicht. Weil er hat ja schon 15 oder 13. Was ist so 13? Ja, 10, es lohnt sich nicht. Sorry, du machst. Das Ding kostet wie viel? Das kostet, Ding kostet 15. Ich muss das mal reinkriegen. Also du musst schon mal 15 setzen. Das heißt, du hast einen Verlust eigentlich von 25 am Anfang, schon wenn du 10 setzt. Ja, du musst das Geld ja von dem Gegner wieder gewinnen. Ja, von daher machst du ja. Was müsstest du setzen, damit du mit dem. Was müsste man setzen, damit du im Plus rausgehst? Ja, das hilft ihnen nur. Ach, das geht. Ah, das Feld ist auch okay. Ich habe jetzt gedacht, das Feld, wo die Peaches rausgeht, das geht nicht als Brückenfeld. Das ist aber auch ein Brückenfeld, okay. Chaos Bowling, das ist auch aus Mario Part 1 bekannt, nur der Unterschied, die Dreier-Spieler können gewinnen, auch. Er hat 2 Würfe, wie bei normalen Bowling auch. Er muss jetzt hier aber nicht alle abräumen, nein. Einer von uns muss stehen bleiben. Zum Schluss. Okay, Peach und ich sind noch da, das sollte dann machbar sein. Kommt auf einen, einfach nur trennen, ist jetzt eigentlich die todsichere Garantie. Dass das funktioniert. Ja, ich kann mich ruhig umfallen lassen. Peach geht noch, weil ich hätte mir jetzt die Peach konstituiert den einen Pin da auch noch mitgenommen. Ja, es heißt Pins, nicht Kegel oder sonstiges. Beim Pudding sind das die Pins und es sind 10. Räumen wir beim ersten Mal ab, es ist ein Strike. Räumen wir beim zweiten Mal ab, es ist ein Bär. Ja. Da ich ja so oft gerne Pudding. Ich spiele ja gerne Pudding, ja. Muss ich ja echt mal so zugeben. Also so Bowling ist zwischendurch ja mal für 2 Stunden. Das mache ich gerne. Das mache ich gerne und ist immer, ja, ist ein schöner Sport auf jeden Fall. Schön zum Abreagieren, ja. Man hat so ein paar Kegel, man gegen eine Kuh und dann Batsch. Aber mit Boxen reagiert man sich ja noch mehr ab. Hier Fässer schlagen, ne? Ich habe natürlich jetzt nicht mit denen geguckt. Aber er nimmt natürlich den Goldpilz. Raubtour wird es auch. Ja, wenn nicht mehr effektiv wäre, dann würde ich die Glocke sofort einsetzen. In der Hoffnung, dass ich das nicht vergesse. Aber mit mir wahrscheinlich, da wären wir dann wahrscheinlich eh nicht passiert. Und dann sammeln die alle Items hier oder was? Ach man, ja genau, ey, das gibt's doch echt nicht. Ey, die hat schon wieder die Chance, die Zauberlampe zu kriegen. Ich muss mich hier anschreiben und mein hart verdientes Sternen sammeln. Und was kriegt die? Die kriegt 2 Zauberlampen nachgeschmissen. Direkt vor ihr ist die Zauberlampe. Ich warne dich. Was
aber Glück gehabt. Oh. Obwohl, das könnte mir in die Karten spielen. Das könnte mir in die Karten spielen, aus dem ganz einfachen Grund. Ich glaube, ich bin nicht Erster, oder? Ne, ich bin nicht Erster. Ich habe leider noch ein Item. Drei Personen in einem Feld, ey. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das während des Spiels noch passiert? Ich würde gerade sagen, wenn der Fehler auch noch drauf kommt, dann kann ich gleich Lotto spielen. Ja, das ist ein Vorteil jetzt für mich. Ich bin nicht Erster. Aber wenn ich das Minispiel gewinne, könnte ich in der nächsten Runde Erster werden. Hockey-Duell, das ist ein schönes Spiel. Einer ist Torwart, einer ist Stürmer auf seiner eigenen Hälfte. Und Cooper ist der Panzer, oder den Puck nennt man das, glaube ich, in der Fachsprache. Und der wird immer schön schneller und 1:0. Gut, hier wirklich zu sagen, hier, das Spiel möchte ich verlieren, ist ein... Was macht denn die Peach? Wow. Ja, man kann auch dafür sorgen, dass man ein Eigentor schießt. Das geht relativ zügig, so zum Beispiel. Wollte gerade sagen, die lassen die jetzt... Ja, immer... Der Stürmer muss nämlich ein bisschen darauf achten, mit dem Torwart natürlich übereinstimmen. Aber das ist dann meistens auch nicht so ganz einfach. Oh je, oh je, oh je. Ich bin jetzt noch nicht Erster. Aber wenn er jetzt blechen muss... Oh fuck, ich bin Erster. Und das ungewollt ist mich echt Erster. Und von dem Erster zu sein ungewollt. Weil er verliert jetzt noch 5 Münzen und kriegt nur 3 wieder. Und die Peach will mir definitiv jetzt die Zauber, die Geisterkörperei reinwürgen. Ja. Das war klar. Er hat noch ein Goldbit, sehe ich gerade, okay. Gut, ich könnte mich gern zurückschälen. Wie wenn du Dritter. Ah, es sah so gut für mich am Anfang aus, ey. Oder es sah mal am Anfang wirklich noch gut aus in diesem Part. Das hat sich jetzt doch schlagartig geändert. Wie gesagt, wenn die Gegner Geld haben, dann können die natürlich auch strategisch vorgehen. So, ich könnte quasi jetzt gern kaufen, mich bankrott machen lassen. Aber ich mache es nicht. Weil ich brauche wahrscheinlich... Vielleicht brauche ich sogar noch Geld für den Stern. Oh, es wäre clever, wenn ich jetzt gleich gewinne. Und mir schon mal ein Skelettschlüssel kaufen. Dann kann ich das Tor... Dann kann ich das Tor im Notfall nämlich benutzen. Das wäre auch eine Maßnahme, die ich mir jetzt durchaus vorstellen könnte. Was spielen wir denn? Tod im Skampfer. Das sollte eigentlich machbar sein für mich. Wir müssen so einen Skalm... Was soll das sein eigentlich, was da rauskommt? Wir müssen aber nach unten drüber, der Schnappattacke, Punkt, aus, fertig. Wer ist es unten ist, der gewinnt. Keiner, wie das Ding nennen soll. Schiefe Turm von Pisa. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Zeit rausgeholt. Okay, das gewinne ich. Boah, das ist mein letzter gewesen. Und die knapp, ey. Ganz, ganz... Weil man muss eigentlich mehr machen, wenn man nicht die ganze Zeit durchmacht. Das ist das Gemeine daran. Aber ich könnte auch warten. Aber auf was soll ich warten? Das ist die andere Frage. Auf was soll ich warten? Ein Opulus von 8. Oder auch genannt, ich verlange schon einen Zoll von 8 Münzen von dir. Bitte schön, jetzt darfst du durch. Was kommt der denn? Auf ein blaues Feld, okay. Hey, ja, wie gesagt, das wäre eine Maßnahme jetzt. Mit einem Skelettschlüssel, sie kauft einen Goldpilz. Okay, ja, dann ist es. Dann ist es sogar nicht die beste Variante. Weil sie will jetzt den Stern nämlich kriegen. Das bedeutet, wir klauen ihn zurück. Mr. Bohu, ich brauche sie. Gib mir den Stern zurück. So, damit bin ich wieder Zweiter, ich bin nicht Erster. Das ist jetzt zu beachten. Oh Gott, nein, es ist... Oh Gott. Meine ganze Strategie wieder für den Dreck, ey.
Und vor allem, das ist noch schlimmer, ey, weil ich kann diesen Opulus ja nicht zahlen von 9 Münzen. Ach, fuck, fick dich ab, ey. Ich bin natürlich auch nicht im Scan, das ist der zweite Nachteil. 10. Okay, die Zahl könnte schon gereicht haben jetzt. Okay, Mario ist wieder der Anwärter für den R. Das reicht echt. Scheiße, ich habe gedacht, die Peach kriegt den Scan. Oh, der wirft auch meine Strategie hier völlig durcheinander, ey. Nein. Oh, man wusste ja gern. Ja, das wäre optimal gewesen mit dem scheiß Skelettschwiss. Das kann es echt nicht sein. Als wenn ich es gerochen hätte, ey. Und die zwei vernichtet wieder die ganze Strategie. Ganz alles auf den Kopf gestellt. Alles. Oh Mann, ey. Was mache ich jetzt? Ah, wenn wir das Minispiel gewinnen. Das ist so eine Pflicht, ey. Also, wenn ich das Spiel nicht gewinne, habe ich echt schon die Arschkarte gezogen. Na gut, Mario. Oh, Mario hat eh den Vorteil, ey, sehe ich gerade. Gut, wenn ich kein Geld habe, kann ich mir auch keine Geld klauen in dem Sinne. Schleich dich. Ein Kettenhund schläft und wir müssen. Ja, wir sind quasi gefangen und es gibt nur einen Weg rauszukommen. Die Tür ist zu. Vorne beim Kettenhund ist der Schalter. Was müssen wir machen? Wir erstmal auf dem Schalter drin und raus. Boah, aber knapp. Alter, was ist geben die? Boah, die KI gibt aber ein Tempo vor, ey. Da komme ich ja gar nicht gegen an, ey. Boah! Mario hat gewonnen, okay. Alter, die gehen aber mit dem Tempo vor, ey. Boah! Auf hart, ey. Ich hab gedacht, damit gewinne ich locker, ey. Pustekuchen. Pustekuchen. Ja, ich war immer zu weit vorne auf dem Schalter. Das ist mir schon die ganze Zeit gepasst. Ah, jetzt habe ich aber das Fragezeichen falsch gemacht. Aber es hilft mir alles nichts. Ich brauche schon jetzt eine 1. Kann ich noch nicht zahlen. Nee, wollte ich gerade sagen. Ja, es wird besser. Ja, da unten gibt es aber die ganzen Itemfelder. 3 Stück an der Zeit. Das könnte die Kehrtwende sein. Oh Gott. Die Bombe wäre ganz schlecht. Die Geisterglocke wäre für ihn praktisch. Die wird sogar die Geisterglocke würde momentan gar nichts anhaben. Ja, das wird eng. Das wird ein enger Sieg zum Schluss. Das ist nicht ohne ja. Aber was nimmst du welches falsch, ey? Falsch Nummer 5. Duellenschuh natürlich. Der hat's aber auch mit seinen Duellenschuhen, ey. Das muss man aber echt sagen, er ist echt mit diesem Duellhandschuh. Der hat es ihm angetan, der gute Vario. Der trägt ja auch wirklich einen Duellhandschuh, ne? Wenn man genau hinguckt. Gib die gerade. Diesmal will ich es aber nicht verkacken, ey. Diesmal werde ich es richtig, richtig durchboxen hier, ey. Start! So. Glück gehabt mit der Ecke wieder. Nur diesmal fordert es einfach nicht heraus. Das ist ja auch, kann sein, dass es ein bisschen anderes Gesetz hier ist. Und jetzt hier noch in die Ecke. Na. Hab ich's berührt? Ja, ich hab's berührt. Puh. Boah, mein Gott, ey. Dass dieses Minigame mal so spannend sein kann, ey. So, 20 Münzen habe ich wieder erreicht. Das ist gut. Aber keine Ahnung, wie es mit dem Minispielscan aussieht. Ach fuck, ich bin Zweiter, habe ich jetzt gerade richtig gesehen. Und der hat 50 Münzen. Nein. Boah, die stechen mich hier volle Kanone aus, ey. Ich brauche ein Kampf-Minigame, ey. Mit 30 Kröten Einsatz oder sowas. Oh Mann, ey. Eine 8, das müsste ein Minigame sein. Jawohl. Oh, Fässer, los. Gib mir was Gutes. Ja, da bleibt nur ein Item übrig, habe ich gerade feststellen müssen. Und ihr wisst definitiv, welches das ist. Ja, der Goldbiss natürlich. Es ist also Dreck, ey. Als Dritter hast du echt andere Möglichkeiten.
Das ist leider echt so. Du hast als dritter und vierter andere Möglichkeiten. Du kannst mit einer Zauberlampe kriegen und dich auf die 1 teleportieren. Das ist knallhart gesagt. Die verarsche schlechthin, dass er auf die Bank kommt, ey. Boah, ich bin sogar am ärmsten momentan. Ich bin der arme Schlucker in der Runde gerade. Elektroroller hat er eh nicht gewonnen, der einzige Game. Und ich merke gerade, das ist das letzte Minigame in diesem Part. Start, ihr komm hier. Ey, Buhu, du schreckst mich da jetzt nicht fest. Ja, super, ey. Glück gehabt! So, ich brauche nämlich eine größere Fläche zum Ausweichen. Ja, da sage ich mal gar nichts zu. Außer dass ich diesen Part jetzt hier beende und sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist, Let's Play Mario Party 2. Ja,